ich möchte mit meinen erotischen Gebeten, möchte ich eben Mut machen, dass da wieder eine Sprache gefunden wird. Weil das ist das, was so bedauernswert ist, dass wir da trotz sexueller Befreiung, dass da doch sehr viel geschehen ist. Aber Eros, allein schon dieses Wort, das ist ja besetzt durch die Eros-Center. Und ich finde, das können wir uns nicht leisten, weil Platon, der verstand Eros als der Vermittler zwischen Erde und Himmel. Und unsere Aufgabe ist es eben, Erotik wieder ins Leben einzubinden, auch in Beziehungen einzubinden, letztlich in die große Sehnsucht der Liebe. Es geht mir darum, dass wir mehr Liebende werden, und dazu gehört auch immer die erotische Dimension. In welcher Lebensform ich dann bin, auch ein Mönch, eine Nonne, die hat den Auftrag, ihre Sexualität zu integrieren. Sie sprechen sogar von dem Gottesdienst im Schlafzimmer. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also der Hintergrund meines Buches sind die evangelischen Kirchentage, also in Köln, Bremen, Dresden, der ökumenische Kirchentag in München, jetzt wieder in Hamburg. Da hatte ich immer Workshop zu diesem Thema, wo bis 500.000 Leute gekommen sind. Und da entstand wirklich von jung und alt, das hat mir echt Mut gemacht, entstand diese Bitte, aber wir brauchen doch auch eben Gebete im Gottesdienst, und wir brauchen Gebete, erotische Gebete, eben wenn wir das in der partnerschaftlichen Liebe feiern. Und das ist ja mein Anliegen, und ich meine, das biblische Hohelied der Liebe, das kann uns dazu inspirieren. Wir können biblische Texte nicht einfach so kopieren, und Gott sei Dank gibt es keine Patentrezepte. Aber da ist eine Spur, wo das Erotische eben eingebunden ist, in den Himmel, würde ich jetzt mal sagen. Und dazu möchte ich Mut machen. Und ich möchte auch Mut machen, dass nicht nur am Valentinstag, sondern dass vermehrt in unseren Gottesdiensten, dass da braucht es manchmal ganz wenig Worte, dass wir einfach danken für die erotische Lebenskraft. Das ist ja das Grundanliegen jetzt einer Versöhnung von Sexualität und Spiritualität, dass wir danken für die Lust und zugleich sagen, aber das ist ein Geschenk des Himmels, das ist ja nicht unsere Idee. Gott hat uns als sexuelle Wesen geschaffen, und unsere Aufgabe ist es, wie bei allen Gaben, dass wir damit verantwortungsvoll umgehen. Und zugleich, dass wir das immer wieder dankbar annehmen und immer wieder staunen können. Es ist nicht selbstverständlich, dass Begegnung möglich ist, dass Beziehungen möglich ist. Und dafür braucht es die Sprache des Dankes, die Sprache, dass wir uns eben gesegnet fühlen in unserer sexuellen Lebenskraft. Und deswegen auch Rituale. Man soll ja, ich habe es gar nicht durchgezählt, aber es sind bestimmt 20 Ritualvorschläge für die eigene Erotik, fürs Schlafzimmer sozusagen, die in dem Buch drin sind. Können Sie mal ein oder zwei nennen? Ja, es beginnt schon mit dieser Frage, Hand aufs Herz, wann habe ich das letzte Mal mein Sexualorgan gesegnet? Also warum darf ich das Segenzeichen auf die Stirn machen, auf den Mund, auf das Herz und weiter unten? Fangen wir schon gar nicht an. Und ich möchte eben Mut machen, auch jetzt in der Partnerschaft, in der Ehe, dass da eben auch gegenseitig die Sexualorgane gesegnet werden können. Und ich bin mir bewusst, das ist ein sehr hoher Anspruch, das wird dann vielleicht Widerstände auslösen, oder dann sagt man, nee, das brauchen wir doch nicht. Ich denke, die Körpersprache verrät immer auch unsere geistige Haltung. Oder ich frage nach, warum wird bei der Taufe einem Kind so viel zugesprochen? Und warum wird nicht ausdrücklich auch gesagt, du bist gesegnet in deiner Geschlechtlichkeit? Überall, wo wir das eben nicht benennen, ist ganz subtil die Gefahr, dass wir es eben wieder dem eine Welt überlassen, wo alles so übersexualisiert ist und so unrealistisch übersexualisiert. Das sind ja alles Bilder, die uns
eben meistens entfernen, weil da muss man immer gut drauf sein, da müssen die Maße stimmen. Aber wo hat da der normale Mensch mit seiner Kraft, aber eben auch mit seiner Zerbrechlichkeit, mit seinen, wo hat er da Platz? Und das ist doch die Aufgabe von Kirche, eben uns Mut zu machen, Mensch zu werden und eben das zu feiern als Segenskraft. In deinen Küssen verdichtet sich die Berührung unserer Seelen. Unsere Ängste werden aufgeweicht. Unsere Liebeskraft beginnt zu fließen. Deine Schönheit erleuchtet meinen Pfad der Verlorenheit. Deine Augenblicke bestärken mich zum Vertrauen im Nichtvertrauen. Deine Umarmung lässt mich endlich sein. Lustvoll bin ich aufgehoben, sprachlos bin ich voller Worte. Geheimnis bleibt unsere Liebe. Dein Geschenk der Zärtlichkeit erzählt vom Urgrund aller Liebe.